Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Die Zwerge. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben das Orklager ein bisschen sabotiert, aber da sind zu viele Orks, da gehen wir nicht durch. Wir gehen, würde ich sagen, mal hier zum Wackenstein. Da werden wir uns hinbewegen, vielleicht kommen wir dann hier rum. Die Gruppe ist Giralda gegenüber nicht allzu freundlich gesinnt. Und auch diesen Abend sitzt sie wieder abseits der anderen. Du fragst dich, was du tun kannst, um das Eis zu brechen, als du siehst, dass sie eine Fiole in der Hand hat. Das Fläschchen ist mit Silberdraht umwickelt und hat einen Schnappverschluss. Die Flüssigkeit darin ist schwarz. Giralda öffnet den Verschluss und nimmt einen tiefen Zug. Als sie absetzt, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, gefolgt von einem kurzen Ausdruck tiefer Zufriedenheit. Es ist das erste Mal, dass du eine positive Gefühlsregung auf dem Gesicht der düsteren Zwergin gesehen hast. Was trinkt die da? Ist das Medizin? Nein, das ist... ich weiß es auch nicht. Wenn ich es nicht trinke, habe ich ein Verlangen danach. Es wird immer stärker, bis ich es nicht mehr aushalte. Wenn ich dann davon getrunken habe, verschwindet das Verlangen. Und ich fühle mich erholt und stark. Und wenn die Fiole alle ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher ich den Trank habe. Geschweige denn, was genau es ist. Aber wenn ich es nicht trinke, Vrakos, steh mir bei. Ich glaube, ich müsste wahnsinnig werden oder sterben. Giralda spielt gedankenverloren mit der Fiole, als versuche sie sich zu erinnern, wo sie sie zum ersten Mal gesehen hat. Na, dann gehen wir mal weiter. So. In einer Schlucht entdeckt ihr uralte Ruinen und ein Orklager. Eine kleine Gruppe Boglins bewegt sich zwischen Zelten, Müllbergen und Käfigen. In einem der Käfige meint ihr, eine Bewegung auszumachen. Stürmt das Lager, ignoriert die Ruinen und setzt euren Weg fort. Na komm. Wer weiß, was dein Käfig ist, vielleicht brauchst du unsere Hilfe. Denn wir sind ja hilfsbereite Zwerge, so wie alle Zwerge, ne? Das weiß man ja, ist allgemein bekannt, dass Zwerge hilfsbereit sind. Und deswegen würde ich sagen, stürmen wir einfach mal das Lager und gucken, was gleich passiert. So, dieses Laden. So, und gleich ist es soweit. Oh. Sie kommen aus den Löchern. Ihr da! Meine Tasche! Da drüben! Schnell! Ihr müsst sie ausräuchern! Okay. Sollen wir mal die nehmen, die er uns vorgibt? Nee, komm. Zack, zack, wir nehmen unsere beiden Kampfzwerge. Ja? So gut wie erledigt! Was sind denn das für Viecher? Kenn ich ja gar nicht. Aber ich verstehe nicht, warum wir immer mit Halbleben gleich anfangen. Das verstehe ich nicht. Was denn? Mhm. So, Tungdil. Machen wir gleich mal so eine. Zack. Und wir haben jo. Noch dich. Ach nein. Was denn? Erledigt! Ja. So gut wie erledigt! Der hat sich ja kaum gewehrt! Was sind denn das für Viecher? Ne, hier können wir mal. Du machst mal das. Du machst das, Tungdil. Du machst das. Hm? Und. Du haust hier auch einen rein. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Solche Kreatur. Hier kommt dein Ende. Hammer erledigt. Was sind das für welche? Hm? Bin unterwegs. Was müssen wir denn, Bolgi? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Und die Höhle ausräuchern, okay. Wer ist denn das? Das ist der hier? Ja? Überlebende. Okay. Hä? Schon sehr komisch. Du machst das da. Und jetzt? Du machst das. Du machst das. Und Tungdil. Du sammelst da einen rein. Ja, einer weniger. Aber wie können wir sie ausgleichen?
So gut wie erledigt. Ach so, die müssen wir aber nur zerstören. So, okay. Dungil. Drauf da. Jo. Du machst einmal das. Was denn? Du machst das. Was ist? Und du haust auch. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Erledigt. Er hat sich ja sofort gewehrt. Auf dem Weg. Ist bin okay. Unterwegs. Ja, ja. So also gut wie erledigt. Abscheuliche Kreatur. Ach, jetzt. Ja, Leute, jetzt weiß ich. So gut wie erledigt. Was wir machen müssen. Ja? Hier kommt der Hammer. Ja, jetzt weiß ich, was wir machen. Werft sie in die Löcher. Das sollte die. Und weiter. Boah, los, Leute, jetzt kommt die. So gut wie erledigt. So tun die hier, komm her. Ach, ich hab die Granaten, sehr schön. Und. Zack. Und so. Weiter unterwegs. Tun die weiter. Wo ist der Nächste? So gut wie erledigt. Für Frackers. Ja? Bin sofort. Unterwegs. So gut noch ein paar wie Löcher erledigt. Zu stopfen. Bin sofort. Unterwegs. Na komm, hey, wir helfen euch mal kurz. Wo bist du? Zack. Und jetzt? Du machst das. Ja? Du das. Dungil macht das auch nochmal. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ja. Abscheuliche Kreatur. Zu einfach. Erledigt. Was so, ist? Zack. Und weiter. In Ordnung. Abscheuliche Kreatur. Wo sind denn noch Löcher? Hey, das werden mir ein paar zu viele. Er hat sich ja kaum gewehrt. Da ist noch ein Loch. Zack. Was denn? Du musst dich mal heilen. Ja? Alter, ey, dass man hier auch die Kamera nicht bewegen kann, ne? Erledigt. So, jetzt müsste irgendwo müsste noch eins sein. Abscheuliche Kreatur. Ja. So, kommt der mal zusammen. Was, dann. Was denn? Zack. Oink, oink, kleines Schweinchen. Einer weniger. Jo. Und jetzt? Gleich machst du das hinterher, du das. Wo ist denn noch eins? Einverstanden. Boah, eklig. Zu einfach. War nichts Persönliches. Erledigt. Ja, komm, auf den Weg. Boah, eklig. Ah, der soll nicht sterben. Der kann doch jetzt hier nicht sterben. Was denn? Was ist? Wo ist denn das letzte? Ne, wir haben. Ach, wir haben schon alle fünf. Also Randiritsch müssen wir jetzt nur überleben. Er hat sich ja kaum okay, gewehrt. Dann Dungil. Komm her hier mit deinen Granaten. Abscheuliche Kreatur! Wo ist der nächste? Eklig! Jo? Ja? Oink, oink, kleine Schweinchen, Digga. Einer unterwegs. Und jetzt? So, wir müssen die jetzt mal hier langsam töten. Oink, oink, kleine Schweinchen. Einer weniger. Da bist du platt, wa? Abscheuliche Kreatur. So, 15 noch, oh, da musst du überleben. Kann man dem eigentlich was geben? Haben wir irgendwas? Questblock? Nee. Na komm, Dungil. Ta-ta-ta-ta. Was ist?
Und was machst du? Du haust hier nochmal so einen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Solche Kreatur. Der Nächste. Jo? Zu einfach. Also los. Und weiter. Hat sich ja kaum gewehrt. Was denn? So. Zack. Hm? Dumni, hast auch noch welche hier. Zack. Was denn? Was ist? Solche Kreatur. Da bist du platt, wa? Oh, geschafft. Sehr schön. Oh, das waren auch komische Viecher. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Lasst mich raus, meine Freunde. Ja, das war ein guter Kampf. Weiter. Was kriegt er denn? Wirbelwind? Scherenschlag. Köpfgegner mit weniger als. Also das würde ein Kreis um eine eigene Achse. Tja, was machen wir? Köpfen oder das? Wirbelwind. Zack. Tungil kriegt auch das nächste. Anführen. Gibt Tungil und den Helden in seiner Nähe Schaden. Tungil erhält. Nein, für alle. Er kriegt auch was. Säurewolke, Schlafwolke, Säurewolke. Sie auch. Ring des Todes. Alleine scheint um sich herum. Okay, das haben wir ja schon. Nur verschwindet, erscheint hinter einem Gegner und fügt ihnen einen Stich. Na, machen wir das. Ach, der Fungus auch. Ja, der kriegt einfach die Raketen. Was haben wir denn hier? Einen schönen goldenen Ring. Das ist doch sehr schön. Und nu? Geht's jetzt weiter? Was ist das? Eine improvisierte Halterung, an die man etwas hängen kann. Okay, kann ich da was dranhängen? Nö. Na komm, Tungdil. So, was gibt's hier noch? Können wir hier irgendwie rein? Das muss doch irgendwie aufgehen hier. Ach hier, ihn müssen wir noch befreien. Ein Holzhaufen. Oder sollte ich besser Scheiterhaufen sagen? Ihn müssen wir noch befreien. Ich danke euch. Habt ihr Helga gesehen? Helga! Helga! Wer ist Helga? Wo bist du? Okay. Hallo? Ich bin Tungdil Goldhand. Das hier sind meine Begleiter. Boindil und Boendal, Rodario, Furgas und Namora, Bavragor und Goingar. Habt ihr Helga gesehen? Nein, haben wir nicht. Wenn ich fragen darf, wie ist euer Name? Nennt mich Hansen und lasst das Geäusche. Wer ist Helga? Wenn ich fragen darf, wer ist diese Helga? Helga? Wo? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen... Helga ist meine Frau. Habe ich das nicht erwähnt? Wir sind zusammen hergekommen. Aber dann kamen die Orks und sie war weg. Ob sie nach Hause gegangen ist? Helga! Du hast eine dunkle Ahnung, was mit Helga passiert sein könnte. Aber da du keine Beweise hast, sagst du lieber nichts. Wenn ihr sie seht, dann sagt ihr Bescheid, ja? Natürlich. Ich wollte mich bedanken. Deine Granaten haben uns wirklich sehr geholfen. Granaten? Ah ja, kein Problem. Ich habe sie benutzt, um Geröll zu beseitigen. Aber dabei habe ich wohl auch diese Quellgeister zu mir gelockt. Kann ja keiner ahnen, dass es hier Boglins gibt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kamen dann auch noch die Orks und haben meinen Ochsenschädel mitgenommen.
Und, Helga? Wo ist Helga? Bis später, Hensen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr Helga seht. So. Guck mal, nehmen wir mal. Kann man die nehmen? So. Hier müssen wir irgendwie reinkommen. Aber wie? Das ist bestimmt ein Eingang. Wir fragen ihn nochmal, was er hier macht. Hensen, hast du einen Moment Zeit? Hast du Helga gefunden? Was bringt dich hierher, Hensen? Ist nicht gerade die beste Gegend. Seid ihr nicht wegen des Festes hier? Das unglaubliche Fest von Wackenstein. Meine Frau und ich wollten es unbedingt erleben. Der blinde Wächter, die Statue dort, ist der Schlüssel. Sie ruft Menschen von nah und fern zum Fest. Im Archiv von Viransiensis habe ich schließlich Hinweise gefunden, wie man den Wächter aktivieren kann. Aha. Weißt du von einem Geheimgang durch die Berge? Geheimgang? Nein, kann ich nicht sagen. Aber es heißt, wenn der blinde Wächter erwacht, dann kommen Leute aus allen Himmelsrichtungen zum Fest. Vielleicht kommen sie auch aus dem Gebirge. Okay. Also, was hast du über das Fest herausgefunden, Hensen? Siehst du die Statue? Das ist der blinde Wächter. Du kannst ihn wohl den Schutzpatron von Wackenstein nennen. Es heißt, wenn das Fest beginnt, dann folgen die Feiernden aus allen Himmelsrichtungen seinem Ruf. Laut meinen Nachforschungen benötigen wir drei Dinge, um das Fest zu starten. Einen brennenden Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und Eisenkräuter. Eigentlich hatte ich alles, aber naja, dann kamen die Orks. Ein Ochsenschädel sollte leicht zu beschaffen sein. Wir müssen nur einen Schlachter finden. Oh, es kann nicht irgendein Ochsenschädel sein. Er benötigt besondere Verzierungen und Gravuren. Es hat mich Wochen gekostet, den Schädel vorzubereiten. Und dann kamen die Orks und haben ihn mitgenommen. Dachten wohl, er wäre etwas wert. Also müssen wir Jagd auf eine Ork-Armee machen. Das wird Boindil gefallen. Was machen wir mit dem Schädel, wenn wir ihn haben? Ganz einfach. Der Ochsenschädel muss entzündet werden. Du bist dir nicht sicher, welche Art von Fest brennende Ochsenschädel benötigt. Aber die Aufgabe klingt in der Tat nicht zu schwer. Die Feuer... Feuerfresserglocke? Woher bekommen wir die Feuerfresserglocke? Und was ist das überhaupt für ein Name? Viransiensis. Ich habe sie bis zu einem Sammler verfolgt, der außerhalb der Stadt in einem Anwesen an der Südmauer lebt. Der Legende nach war die Glocke an einem schwarzen Turm befestigt. Der Turm fing Feuer. Die Glocke fiel herunter und erstickte den Brandherd. Den Rest kannst du dir wohl denken. Das Läuten der Glocke öffnet den Weg für die lodernden Feuer in unseren Seelen. So steht es jedenfalls geschrieben. Viransiensis also. Worauf warten wir dann noch? Wir besuchen den Sammler und... Ja, am besten geht ihr ohne mich. Ich habe hier noch einige Dinge vorzubereiten. Okay. Eisenkräuter? Wachsen die nicht in Urgon? Ein verdammt weiter Weg. Keine Sorge. Ich habe einen Beutel. Wo? Moment. Sie sind weg. Du hast sie verloren? Naja, verloren. Kurzfristig verlegt vielleicht. Sie müssen hier irgendwo sein. Um das Fest zu beginnen, brauchen wir den Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und die Eisenkräuter, richtig? Genau. Dann müssen wir den Schädel entzünden, die Glocke erklingen lassen und die Kräuter verbrennen. Und dann passiert es. Du bist dir ziemlich sicher, dass ihr eure Zeit verschwendet. Ein riesiges Fest mitten im Nirgendwo? Du setzt deine Hoffnung darauf, dass in jeder Geschichte ein Funken Wahrheit steckt und sich irgendwie ein Pfad durch die Berge öffnet, wenn ihr das alte Ritual durchführt. Okay. Bis später, Hensen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr Helga seht.
blinde Wächter. Ihr habt den Berg und den Raum, okay. Ja, da muss bestimmt die Glocke hin. Sondern und wie kommen wir jetzt hier raus? Ah, so kommen wir raus, okay. Gucken wir mal gleich, was der Bildschirm noch sagt. Okay, jawohl, Leute. Also, wir könnten uns auch hier durch die Orks kämpfen. Aber ich würde sagen, wir machen mal dieses Ritual. Ich bin mal gespannt, was mit den blinden Wächtern passiert. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir das Ritual, das Fest starten können, schaltet ein nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play-Folge Die Zwerge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.